So, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben ein Nachahmerproblem, deswegen ziehen wir mal so ein paar interessante Sachen vor, um denen das Wasser abzugrasen. Ich habe im Webinar unter anderem gezeigt, wie man ein Tunnelzelt baut. Und das haben wir gesagt, das werden wir heute einfach mal spontan den anderen weggreifen, bevor die das nämlich zeigen, weil bisher ist es nirgends so gezeigt worden. Ich habe gestern mehrere Stunden im Internet verbracht und habe recherchiert und gesucht. Ist kein Video drüber zu finden. Weder im Englischen noch im Deutschen. Also ist das mein Thema. Möchte ich der Erste sein. Weil es ist auch, wie gesagt, meine Zeichnung gewesen, meine Idee und das lasse ich mir nicht nehmen. So. Womit fangen wir an, Christian? Haken. Steuersammeln und Astgabeln. So, als erstes braucht man Astgabeln. Das ist ja der gerade gewachsene Stamm und das ist der Zweig, der davon abgeht. You know? Das hier oben wird nur der Hauflock, um mit der Axt, mit der Rückseite, das Ding in den Boden reinzutreiben. Okay? Ja. Dafür ist der natürlich angespitzt, damit er ein bisschen leichter reingeht. Und der hier ist nur dafür da, um nachher so den Ast runterzuziehen in die Erde. Dass er den mitten in die Erde und feststeckt, damit er den fixiert. Wir brauchen nämlich zwei Lagerhölzer. Und zwar eins auf der einen Seite. Wir gehen einfach mal hin, das ist viel leichter zu erklären. So, wir haben hier ein Lagerholz. Guckst du mal. Machst du mal gucken. So, wir haben hier ein Lagerholz. Da ist der Flock drin. Und davor stecken wir die jungen Zweige. Wir haben jetzt die jungen Zweige genommen, nur aus dem Grund. Komm mal hier, machst du mal guck. Wir haben jede Menge junge Bäume. Ja. Aber im Moment ist keine Breakout-Situation. Natürlich würde ich den Bogen mit einem Jungbaum machen. Aber nicht jetzt. Deswegen nehme ich mir natürlich das Holz, was ich hier finde, um damit meine Bögen zu machen. Ich mache das immer so. 1, 2, 3, 4, 5 Bögen. Und ziehe dann nochmal 5 Längshölzer. Nur um die Bögen zu stabilisieren. Dass die Bögen praktisch in sich nicht sich auseinanderklappen können. Das ist alles. Um mehr geht es hier bei diesen Dingern gar nicht. Im Breakout nehme ich diese jungen Bäume. Jetzt wird mich ein Zuschauer lieben. Die Dinger, wenn sie gegeben sind, das kannst du natürlich auch drüber spannen. Da musst du nicht hier mit diesen ganzen Ästen arbeiten. Wäre da denn nicht ein Leatherman vom Vorteil? Echt? Schenkelklopfer, ja. Ja, wäre das, genau. So, in diesem Moment könnte man das natürlich wunderbar nehmen. Die Länge stimmt. Da abtrennen, hier abtrennen, einmal rüberlegen. Wenn du mal siehst, das ist genau die richtige Länge. Das würdest du dann drüber setzen, festbinden und dann hättest du das genauso fixiert. Und wahrscheinlich noch besser. So, wir sind noch nicht am Ende. Guck mal hier, guck mal hier. Guck mal hier. Das habe ich ihm eben geschenkt und das liegt schon im Dreck. Hammer, ne? Ja. Unglaublich. Also wir haben es eben noch gebraucht. Mhm. Netter Versuch. So, nächster Punkt. Geh mal von da bitte. Da. Ich weiß gar nicht, warum das bisher noch niemand gezeigt hat. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. So. Es geht jetzt viel um Tarnung, was logisch ist. Geht viel um Tarnung. Das ist keine Tarnung, das ist Müll.
Es ist jetzt nur erstmal ein Regenverdeck. Wichtig ist, wenn es jetzt regnen würde, würde alles drauf prasseln und die hätte keine Nachtruhe. Das heißt, wir müssen das Ding noch ein bisschen entschärfen. Deswegen haben wir Überstände gelassen. Wenn man hier jetzt ein Holz dazwischen macht und dann die nächste Lage Querhölzer spannt, you know, ja, dann hast du Absätze. Kommst du mit, ne? Mach nichts. Du brauchst Abstand. Ja. Du brauchst einen Zwischenraum. Wenn jetzt hier praktisch das nächste Holz liegt, ja, dann musst du dir vorstellen, dann hast du praktisch diesen Zwischenraum hier, ja, um das mit Blättern einzudecken. Ah, okay. Jetzt könntest du noch, wenn das mit Blättern abgedeckt ist, nachher nehmen, zum Beispiel ein Laubnetz für einen Teich. Mhm. Das gibt es in Schwarz, das würde ich wählen. Grün, grün ist sehr hell. Das würde ich nicht nehmen, weil das doch sehr unnatürlich ist in dieser Umgebung. Ja. Aber dann hast du es abgetarnt und das bereiten wir jetzt mal vor, dass wir das gleich noch mal ein bisschen zeigen können. Okay? So, wichtig ist, nicht zu tief zu gehen, weil du natürlich helles Laub brauchst und nicht das dunkle Laub. Das heißt, nur von oben abschöpfen. Das ist dein Poncho und der ist jetzt zum Drittel vielleicht gefüllt. Irre, ne? Hast einen schönen großen Sack. Stöcker braucht man nicht. Wichtig ist immer, wenn du Annäherung von dort erwartest, dann musst du natürlich das Laub nicht von vorne wegnehmen. Das holst du dir immer woanders her. Ja. Natürlich veränderst du auch nichts im Hintergrund, damit du versuchst, dich dem Hintergrund möglichst anzugleichen. Mhm. Okay? Okay, wichtige Formel. Die Jacke, Christian. Wer keinen zweiten Poncho hat, niedlich. Ist gar nicht so aufwendig nötig. Du nimmst einfach die Ärmel, ziehst die Ärmel nach innen ziehst die Kapuze zu und dann hast du nämlich schon deinen zweiten Transportbeutel. Okay. Siehst du? Ja, sehr cool. Das wäre ja nett. Cool. Okay. So kriegst du schnell Laub zusammen. Also es gibt 51.684.210 Videos mit so einem Scheiß. Also Spitzhack-Shelter. Ich weiß nicht, ob es das Einzige ist, was es gibt bei den Leuten, aber scheinbar ist es so. Sei es gleichschenklich, sei es ungleichschenklich, mit einer leichten Geraden. Also ich kann 10 verschiedene Versionen bauen und alleine 9 damit, Doppelponcho, all so eine Sachen. Und das ist das, was die Leute machen wollen. Wobei das Tarnmuster finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ja, dieses englische Woodland oder dieses US-Woodland, das ist dann sehr, sehr auffällig. Das ist das, was ich habe. Ist da mehr fürs Grüne. Jetzt könntest du da natürlich auch noch. Jetzt könntest du da natürlich auch noch Äste gegenlehnen und das ein bisschen abtarnen mit Laub. Ja. Trotzdem finde ich es nicht so komfortabel, ehrlich gesagt.
aber es ist irgendwie das, was jeder macht. So, ich weiß nicht warum, kann ich dir nicht sagen. Ich finde es plünnig, ist nicht so mein Style. Ich mache dann eher das. Kannst mal zwischenkicken. Das ist jetzt natürlich noch nass. Das muss jetzt erst über die nächsten Stunden trocknen, um natürlich so hell zu werden wie der normale Waldboden. Ist ja klar, sobald du die Blätter umdrehst, sind sie von unten dunkel. Das ist halt das, was du dann so siehst. Aber je nach Perspektive, wenn wir jetzt, wir waren vorhin mal da hinten, da war das schon ein anderes Ding, das können wir gleich auch nochmal zeigen. Ja. Wie das aussieht, wenn man weiter weg ist, dass man mal so einen Blick da drauf hat. Willst du mal reingehen? Ich finde es, wie gesagt, komfortabler, besser. Ja, sieht viel natürlicher aus. Nein, so ein Poncho-Shelter, wenn du bis zum Boden gehst, kannst du dich da drinnen nicht mehr bewegen. Weißt du, wegen diesem Spitzdach, ja, okay. Das ist irgendwie verschenkter Platz und Kacke. Nimmst du Doppelponcho, geht es wieder, aber du kommst natürlich wieder hoch. Mhm. Was ich immer sage, jede oberirdische Bauvariante, die siehst du normal, ist ja klar. So, wie gesagt, wenn das trocken ist, dann geht das. Kannst mal kurz reinfilmen. Also vom Platz her geht das, ne? Ja. Oder nicht? Du lachst so. Eben drin. Genau, ich finde es auch recht komfortabel eigentlich. War sehr gemütlich und es ist halt dicht. Komm mal hier rüber. Und wenn du jetzt hier mal raufschaust, komm mal bitte her. Und hier diesen Übergang, da siehst du schon, dass es hell wird. Ja. Weil da die Sonne natürlich hinscheint. Mhm. Das heißt, alles andere wird noch wesentlich heller, weil, wie gesagt, die Blätter, die sind natürlich noch nass. Wenn ja. Die trocknen, wird es hell. Aber ich finde, man sieht gerade jetzt, wenn man hier so schaut aus diesem Winkel, sieht das teilweise aus, als wäre es der Boden. Ja, und das ist nämlich die Krux dabei, das musst du erreichen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas drüber fliegt zum Beispiel, dann guckt es drauf und es sieht aus wie Waldboden. Es gibt natürlich noch diese Infrarot abgeschirmten Tabs. Wobei, was sieht der Pilot? Der Pilot sieht eine liegende Person. Meinst du, der nimmt da irgendwie die Gatling und haut da rauf oder was? Das glaubst du auch selber nicht. Warum sollte er? Ob der jetzt tot im Wald liegt, ja, oder im Sterbeprozess oder ob er da schläft, das ist eine Person, haha, das interessiert gar nicht. Ja, aber es ist mal eine Möglichkeit, wie gesagt, wie man sich ein bisschen verstecken kann. Wie gesagt, ich finde jede oberirdische Variante kacke. Ist so. Nur wollte ich halt mal dieses Tunnelzelt zeigen, weil ich es im Webinar erwähne. Zum Faktor Zeit. Das, was ich unterirdisch zeige, das dauert zwischen 3 und 4 Tage. Beim Einsatz von so 6 Stunden jeden Tag ist man so 3, 4 Tage dabei, das zu bauen. Wenn es schnell gehen soll, wäre so eine Variante. Es gibt natürlich noch eine Schrägdachvariante, die dann natürlich viel höher wird. Ist Mist. Ja. Je höher du kommst, desto weniger hebst du dich ab. Das ist alles für den Arsch. Wenn du in die Senke gehst, hast du noch leichteres Spiel, weil wenn du dich mal umdrehst, dann sieht man dort eine Senke. Stell dir vor, du würdest dort in Hanglage was hinsetzen, das würdest du nicht sehen. Weil sie es eben nicht abheben. Ne? Ist eine Variante, wie ich finde, komfortabel, viel Platz und das ist auch eine Geschichte, die kannst du halt auch länger so lassen. Das macht nichts. Du bräuchtest im Grunde nur der Wetterfestigkeit und der Winddichtigkeit halber diesen Poncho. Bauzeit, wenn ich jetzt in Eile wäre, wird das Ding in keiner Stunde stehen. Ich habe gesagt, ich würde anders vorgehen, wie das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben natürlich mit den Sachen gearbeitet, die hier irgendwie rumliegen und haben natürlich diese Sachen aneinander gebunden. In diesem Moment nimmst du dir den Draht und nimmst du die jungen Bäume und die Länge von den Bügeln, das ist von Faust zu Faust. Ja? Du hast hier das Ende in der Hand und hier das Ende in der Hand. Nur mal so als Länge. Das würde bei einem Poncho genau die Spannweite ergeben, dass du das in diesen Bogen bekommst.
damit du von Boden zu Boden kommst. Das ist genau diese Länge. Von hier zu hier. Ja. Ne? Wie gesagt, drinnen, du legst dich hin und hast eine Handbreit Platz. So eine geöffnete Hand hast du neben dir Platz. Das wäre der Platz davon innen, dass man weiß, wie lang man diese Traghölzer auseinanderlegt. Ja, jetzt sind wir wieder die Ersten, die das zeigen. Schlimm, oder? Richtig so. Ja, ich sag ja, wir haben jede Menge Urheberrechtsgeschichten jetzt am Laufen, wo man uns versucht, irgendwelche Dinge zu klauen, die Copyright geschützt sind. Dagegen gehen wir vor, das ist eine andere Geschichte. Das werde ich in einem anderen Video mal ein bisschen näher erläutern. Aber Fakt ist, Tunnelbau ist so eine Sache, keiner zeigt's. Ich kenne keinen Survival-Lehrgang, wo eine Tunnelbau-Variante gezeigt wird. Den Käse da hoch 10, das siehst du überall. Das ist nichts Besonderes. Weil das kann man nachmachen, da gibt es da total tausend viele Videos. Und es gibt eben Leute, die machen nur Dinge nach. Die gucken sich Videos an, ah, so geht das, alles klar. Gehen heimlich in den Wald üben, beim zweiten Mal bringen sie eine Kamera mit. Weißt du, wie lange das her ist? 25 Jahre? 26 Jahre? Da habe ich das zum letzten Mal gemacht. Und seitdem nie wieder. Deswegen, die im Webinar haben gesehen, das war eine Handzeichnung. Es gibt keine Vorlage. Und deswegen macht es eben auch keiner nach. Jetzt könnt ihr das aber nachmachen. Ich war Erster, dann seid ihr im Zweiter. Mir ist das egal. Ich weiß nur, dass viele jetzt versuchen, irgendwie so einen Semi-Breakout-Kurs anzubieten. Gibt viele Trittbrettfahrer, passt auf. Lasst euch bei jedem Kurs vernünftige Sachen zeigen, Dokumente. Alles, was der Rand schleppt, guckt ihr euch genau an und dann seht ihr, alles klar, der war bei der Armee, der weiß, wovon er redet, der hat diesen Lehrgang, das, das, das und das, dann passt das. Aber wer kommt, um die Ecke kommt, ist 16 Jahre alt, er ist jetzt Breakout-König und zeigt euch, wie es geht. Nee, da würde ich nicht dran teilnehmen. Wie gesagt, Tunnelbau brauchen wir nicht wiederholen. Ich wollte es nochmal abarbeiten, bevor es andere mir vorweggreifen, weil dieses Webinar illegalerweise durchs Netz kursiert und die müssen wir jetzt alle erstmal bremsen. Und ich weiß, dass es jetzt vielleicht einen Trittbrettfahrer gibt, der versucht hat, das jetzt vorwegzunehmen, weil es eben noch keiner gezeigt hat. So, Edge Badge reingelegt. Ich war wieder Erster, weil du gepennt hast. So. Und jetzt werde ich dir immer wieder ein bisschen vorausgaloppieren. Ja, dann kannst du wieder alles nachmachen. Ich hasse das. Kannst du es verstehen, Christian? Vollkommen, ja. Schön Feuerstil, Shelter bauen, mach mal alles nach, was andere machen. Reißt du dich ein in diese ganzen 1.094.000 Videos. Okay? Tunnelbau im Breakout, fantastische Geschichte, wie ich finde, weil sie es nicht nur mit Laub drapieren lässt. Das ist jetzt eine Waldvariante. Und es gibt natürlich auch noch eine Variante für ein begrüntes Gelände. Da würde man dementsprechend das anpassen an den Hintergrund. Das heißt, ihr könnt in Schilf gehen zum Beispiel. Ja, so vor einen Teich, wo Schilf wächst. Und könnt euch dann da, wie gesagt, mit diesem Schilf abtarnen, dass ihr euch wieder nicht abhebt. Und klar, und das Gebüsch mit Gebüschern eindecken. Nur daran denken, es gibt wenig immergrüne Pflanzen. Wenn ihr die einmal unten abrasiert, dann welken die und das hält nicht lange. Da habt ihr einen Tag von und dann könnt ihr die Tarnung wieder aufgeben. Das wäre eine Geschichte, was schon tot ist, ist tot und das wird Wochen so bleiben, ohne dass sie es irgendwie abhebt. Das ist eine Tarnung, du brauchst nur einmal machen. Deswegen finde ich Wald ein bisschen pfiffiger, ehrlich gesagt, weil du eben nicht auf verwelkenden Scheiß eingehen musst. Wie gesagt, aber es würde gehen. Es würde gehen in einem Waldrandlage oder diese Feldrandlage, weißt du, die dann so bewachsene Buschwerke haben. Da kannst du das dann auch ranbauen, dass du das dementsprechend schön abtarnen kannst. Viel halten tue ich davon nicht, wie gesagt, weil es welkt. Das ist die Waldvariante. Du siehst, es wird schon wieder heller. Ja. Und das ist jetzt gerade mal, wir haben eine geschmückt, 30 Minuten her. Ne? Ja. Genau, also in ein paar Stunden, wie gesagt, habt ihr halt genau den Farbton, wie er hier auf dem Boden auch ist. Ja, gleicht sich wieder an. Genau, die Blätter müssen trocknen. Okay, das war die Tunnelvariante. Wie gesagt, wir sind wieder die Ersten. Entschuldige bitte. Ciao. Wir hatten ja jetzt die Situation Vergleich Shelter und Tunnelzelt. Ja. Man muss sich das vorstellen, dieses Tunnelzelt in seiner Länge, da kommt eine Wildsau,
Ja, eine Rotte. Die mähen das nicht um. Warum sollten sie? Das ist für die eigentlich ein natürliches Hindernis, wie ein Erdhügel, den die umlaufen. Ein Shelter, da rennen die dir durch. Die rennen dir durch dein Camp. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Wir haben es nämlich gehabt, dass wir, wie gesagt, nachts ein Camp abgebaut haben, weil überall Wildschweinspuren waren. Und nächsten Tag hat sich ein katastrophales Bild eigentlich gezeigt. Das ist nämlich die Hauptroute gewesen von denen. Und die laufen durch dein Shelter durch. Das ist denen völlig Wumpe. Die mähen das alles einmal um und sind da durch. Und wenn du dann auf der Erde liegst mit deinem Schlafsack und hast dann ein bisschen Platz unter deinem Shelter, dann rennen die durch dich durch. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Weil, wie gesagt, so ein Laubwall ist für die ein Hindernis. Das würden die eher umlaufen. Da rennen die nicht durch. Wie gesagt, Shelter macht Sinn. Klar, das ist eine Dackelgarage, die hängt höher. Das heißt, die gucken da unter durch und rennen auch unter durch. Also ein Tunnelzelt ist schon vom Vorteil. Oder halt vernünftig, da war wieder das Wort. Ich finde es ja unvernünftig, ein Schrägdach zu machen. Aber wenn man das dann auch als natürliche Barriere befestigt, wenn du Erdspieße machst oder Palisaden noch drumrum oder irgendwas, dass das wild außen rum muss, weißt du? Das ist wichtig. Wenn du so eine Dreiergruppe Steine hast zum Beispiel, dass du dich in die Mitte reinlegst, das ist schon mal so ein Keil in jede Richtung. Also man muss sich seinen Platz ein bisschen besser aussuchen, wo die nicht Bock haben rüber zu hüpfen, wie zum Beispiel so eine Stämme, auf denen ich hier gerade sitze. Dass man weiß, okay, ich sehe keine Spuren, das ist kein typischer Trampelpfad von denen hier vorhanden. Und dass man solche Gelände ausnutzt. Ja, das war mir nochmal wichtig, dass du das nochmal dazu packst. Okay? Subi.